Ja, hier ist euer Papagei zum erneuten Skyblock-Video seit langer Zeit. Und heute zeige ich euch, wie weit ich in meiner Insel bin. Und zeige euch schon mal die Liste, wo ich hin will. Das ist ganz wichtig. Und im Moment sieht man ja mit 35.000 Herr Meister, Meisterlampe mit 33.000. Wir sind hier mit auf einem 8. Platz. Mit 563 werden aber versuchen, auf den ersten Platz so schnell wie möglich bald zu kommen. Und ich denke mal, das ist kein Problem, weil die Insel bauen wir gut aus. Wir sind ja gut dabei. Und natürlich mit Gefähr, wie wir sehen, aber das ist nicht so das Problem. Wir fangen jetzt mal an, weiter auszubauen. Was wir die ganze Zeit schon machen. Wenn wir jetzt kleine Blöcke haben und dann damit hier Gold kaufen können, und mit Gold kaufen wir uns hier und bauen damit die Insel auf und kommen ganz schnell nach oben. So ist das im Moment. Und kann ich ja gleich nochmal ein bisschen die Insel zeigen, wie groß die schon ist. Wenn ich hier ein bisschen gerade schnell gemacht habe, so Fackeln noch verbaut habe, dann muss ich eh zurück, weil immer dran denken, hier unten viel Licht zu haben, damit keine Monster kommen, außer Schleimblöcke. Und ich baue hier den Rand zu, und der wird dann mit Mauern gebaut. Das könnt ihr eigentlich gleich sehen. Und dann sollte es kein Problem sein. Es geht gut voran, wenn wir nur noch 10. Ich beeile mich schon ein bisschen. Sehr schnell gehen, und dann werden wir das mal sehen, wie schön wir sind. Ja, es funktioniert sehr gut, wunderbar. Wir haben hier sehr gut Arbeit, so, weil wir sind schon, oh, jetzt haben wir einen Scheiß Stein da stehen, aber macht nichts. Den machen wir gerade mal weg. Kein Problem. Und weg ist er. Wir haben genug Steine. Und dann kommt gleich diese Verbindung. Werden wir jetzt schaffen. Wir haben ja nur noch dieses eine Stück. Bis zur anderen Seite. Und dann ist schon mal die Außenseite fertig. So soll das natürlich sein. Wir sind ja schon schnell dabei. So schnell wie es natürlich geht. Das ist kein Problem. Wenn wir noch jetzt wackeln. Dieser brauchen wir gerade noch. Es ist anstrengend, immer die Schiffkasse zu gucken. Das sieht man ja. Und die Insel muss richtig schön ausgebaut werden. Aber wir wollen ja die größte Insel haben. Und es wird hart, und das sieht man ja, weil es viel Arbeit ist. Aber wir kommen sehr gut voran. Wir dürfen nur nicht runterfallen, weil dann haben wir wieder ein Problem. Wir sind gut dabei. Wir bauen noch jetzt mal ein paar Steine. Soll anfangen. So. Jetzt bauen wir hier aus, gut. Zwei Stück. Dann haben wir das auch schon. Da ist noch eine. Dann können wir hier zurück erstmal hier versuchen zurückzugehen. Immer ein Schwert dabei haben, weil immer noch Slimebrille hier schon auftauchen können. So, wir haben es jetzt erstmal dort geschafft. Wir haben nicht mehr viele Steine da. Wir müssen wenigstens wieder AFK Steine sammeln. Wir werden jetzt mal hier ein bisschen rennen. Und werden euch jetzt mal nochmal die Insel zeigen. Wir zeigen euch auch noch andere Inseln, wenn wir die sehen.
Das ist nicht das Problem und immer ein schwerer Hemd und vorsichtig, wenn er mir läuft. Hier sieht er schon einen Teil von meiner Insel oben und hier unten natürlich. Laufen wir mal Richtung Mitte. Dann werden wir mal sehen. Große Landstück. Hier ist eine andere Insel. Die warte ich ja gerade auf. Sie ist noch sehr klein, wie man hier sieht. Da hat es sich einer mal versucht. Und meine ist schon sehr groß. Aber wir werden probieren, sie richtig groß zu machen. Und laufen jetzt ganz schnell mal Richtung meiner Insel. Ich muss hier halt sehr viel laufen, weil ich hier sehr viel außen gebaut habe. Weil ich den Rand innen drin baue, damit wir schon mal wissen, dass wir nur noch die Fläche innen drin machen müssen. Und das ist halt die Mauer, immer schön drei hoch. Und hier ist dann die Fläche, wo noch ausgebaut werden muss. Und das ist viel, viel Arbeit. Aber wenn das dann gemacht ist, dann kommen sehr viele Schleimblöcke, wo man dann farmen kann und damit kann man sich Gold kaufen. Natürlich 1:1 und man kann sich damit Dias kaufen und man hat ganz schnell die Insel groß, weil ein Dia-Block gibt 3 Inselpunkte und diese Steine bringen nicht viel, aber das ist nicht ganz so schlimm, da wir ja hier die Fläche ausbauen und dann können wir immer aufbauen, da ist schon einer, genau diese Blöcke habe ich gemeint, die haben wir nämlich dann hier Farmen und dann gibt man diese Schleimblöcke, wie sie hier sind, Schleimbälle und das ist eine wunderbare Sache, die kommen natürlich dann in die Truhen rein. Und wenn die voll sind, kann man die eintauschen in Gold. Und das ist schon mal perfekt, wenn man die gegen Gold eintauscht. Das baut hier natürlich etwas langsam auf. Und hier seht ihr meine Insel von ganz oben, wo ich angefangen habe. Und wir werden jetzt mal da hochgehen. Naja, das baut sich halt nicht so gut auf langsam. Hier sieht man das ja. Da ist diese Stelle, die erste. Und da oben ist auch der erste Baum, der steht noch. Und hier habe ich halt schon ein bisschen gefarmt, wie sie hier sind. Deswegen habe ich ja auch hier die Fläche. Und das wollte ich euch zeigen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich die Insel weiter ausbaue oder weiter ausgebaut habe. Bis dann, euer Papagei.